Gut, aber wie komme ich jetzt da runter? Ich meine, hier runter springen werde ich wohl nicht können. Wenn dahinter. Nee, wenn das da hinten wirklich ein Container ist oder sowas, dann sind wir definitiv, geht es hier steil bergab. Auch wenn ich das jetzt nicht wirklich sehen kann. Und hier vorne, ich glaube, das ist eine Spitze von einem Baum. Okay, dann springen wir schon mal nicht hier runter. Gut, dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurückmarschieren. Weil, da ich ja so kurz noch gucken kann, springe ich ganz gewiss nicht vorne von der Brücke irgendwo ins Nichts, ins Dunkle. Das muss ja dann nicht unbedingt sein. Und das Einzige, was mir jetzt noch passieren könnte, ist, dass ich durch die Brücke falle. Nee, aber das ist der Weg, glaube ich, wo wir hergekommen sind. Jap, jap, läuft, läuft, läuft. Und jetzt, Moment mal. Leute, das erschreckt mich. Lass mich mal kurz gucken auf der Karte. Ist das jetzt hier richtig? Da soll man hin. Betritt den Fluchttunnel. Jap. Was sind denn anderes für Teile hier, wo ich hin soll? Ah, das sind andere Quests. Okay, okay. Ich dachte vielleicht nicht, aber da haben wir woanders hin müssen noch. Nein, nein. Einfach nur geradeaus gehen. Einfach nur geradeaus. Okay. Tue ich das doch mal ganz vorsichtig. Nicht, dass uns noch was in der Nacht hier überfällt. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber überfällt. Nee. Ja, 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 ja. Schrotgewehr schon mal klar machen. Apropos Schrotgewehr klar machen. Nee, nee, ist nachgeladen. Gut, gut. Gut, falls also was Schlimmes kommt, kann ich mich hoffentlich wehren dagegen. Oh, hier ist noch so ein fieser Anzug. Okay. Und hier ist auch eine Möglichkeit, das aufzumachen, wie der aussieht, aber... Ah. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Du hast gemosert, dass ich immer keine Runaway dabei habe. Jetzt habe ich welches dabei. Aber der Anzug ist noch nicht komplett. Lass mal stehen. Lass mal stehen. Brauchen wir so nicht. Wir müssen eh wohin laufen gerade. Da habe ich jetzt keine Lust, noch einen Anzug mit mir rumzuschleppen. Vor allem, wenn ich irgendwie vielleicht ein bisschen leiser sein soll. Naja gut. Mehr Schutz und so eigentlich. Aber was soll's. Okay. Moment. Das ist doch kein... Das ist kein Donut-Shop, hier das hier. Das sieht eher aus wie ein Abwasserkanal, ne? Kollege. Der will mich doch rollen hier, oder? Ich meine, hier ist zwar ein Eingang, aber... Das wäre der hässlichste Donut-Shop aller Zeiten, würde ich mal ganz trocken sagen. Aber vielleicht ist ja auch das hier der wirkliche Nebeneingang und der Haupteingang wäre der Donut-Shop vielleicht? Naja, was soll's. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Oh, wer? Wer ist Dr. Carrington? Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen. Das hört sich gut an. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Generation 1 und 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Aha, sehen die nicht menschlich genug aus, damit ihr denen helft? Aha, aha, ihr seid da sehr oberflächlich. Wo gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Alle wollen Generation 3 befreien, die menschenähnlichen Synths. Einige der Synths bei der Railroad, darunter auch Glory, meinen, wir sollten auch früheren Modellen helfen. Aber Generation 1 ist mehr oder weniger so etwas wie ein Protektron. Da wird es schwierig. Kämpfen wir für KI-Rechte, Terminals, Geschütztürme... Sobald das auch nur erwähnt wird, geht die Bude hoch und der alte Streit entfacht erneut. Fazit: Glory und ein paar der anderen gehen nicht auf Missionen wie diese. Toaster hast du vergessen, aber ist egal. Dann suchen wir uns mal einen Prototypen. Gemeinsam mit dir? Könnte das klappen? Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Was mit dir passiert? What? Hast du hier die Kampfbemalung der Kate? Irgendwas hast du gegessen, komisch, kann das sein? Wollen wir hoffen, dass er wieder normal wird irgendwann. Schlimme dir. Okay, vielleicht hast du wirklich Kampfbemalung, wer weiß das schon. So, erstmal hier. Schleichmodus an. Licht aus. Oh, vielleicht Licht wieder an. Kann ich hier rein? Nope, die Tür will nicht aufgehen, okay. Vielleicht lege ich das Licht mal an, nicht, dass ich gleich irgendwie schon fallen laufe. Oh, toll. Na super. Ausgezeichnet, würde ich mal fast sagen. Oh, Meister! Das Ding kann ich nicht hacken. Ja, da kurzer Ausflug. Wir können wieder gehen, ne? Also, oder kannst du das aufmachen? Ja? Nein?
Ah, danke. Nun, zumindest läuft das Terminal. Ich gebe mal ein paar Kennwörter ein. Nein. 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 Aha. Habt eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. Okay. Da geh ich mal vor. Jemand hat ein Bahnsignal hinterlassen. Oh. Das hier bedeutet Ärger. Ja, du armer, toter Mistkerl. Wissen wir. Okay, Kampftürme, gut. Könnte man was mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Ist da jemand anwesend? Shit. Fuck. Genau der Sekunde, wo ich schießen will, geht er aus meinen Augen. Aber noch weiß er nicht, wo ich genau stehe. Ach, scheiße. Okay. Hörst du das? Ja. Nicht nur hören, sondern sogar sehen. Ich soll das Licht wirklich so oft anlassen, wie es geht, bis ich auf Gegner treffe. Nicht, dass ich irgendwo reinmarschiere, versehentlich. Apropos, wo reiche reinmarschieren, versehentlich. Wo liegt der Fred überhaupt? Irgendwann müssen wir was tun mit deiner Haut. Hast du bisher irgendwie einen Ausschlag hier gekriegt, oder? Ach, hier liegt er ja. Zündkomponente und ne, Pistole. Oh Gott, nö. Okay, schon tot. Das ging irgendwie sehr schnell. Ist aufgetaucht und sofort abgemurkst worden, wie der aussieht. Auch du liegst hier ein bisschen doof rum. Kampftürme, hä? Huh? Moment. Siehst du das Viereck in der Mitte des Bahnsignals? Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Oh. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Na, du weißt schon. Schau dich mal um. Was versteckt in der Nähe? Weh, ich finde gleich eine Mine oder so ein Scheiß. Suchscheinwerfer. Erstmal kaputt, habe nämlich keinen Bock darauf, dass ich gleich. Tüftelturm konnte die Verteidigungsanlagen noch aktivieren. Hat die Runner wohl kaum gestört, aber hey, vielleicht hat es ein paar Leben gerettet. Okay, was haben wir hier oben? Irgendwas Verstecktes. Bevor du jetzt weiter erzählst. Suchscheinwerfersteuerung. Licht ausschalten. Da muss ich wenigstens nicht auf alles schießen. Spart Munition. Und Diagnosesystem, ist irgendwas Spezielles an? Oder weiß, wie viele es da nur sind. Zwei Scheinwerfer, egal, sind jetzt offline. Läuft. Man meldet feindliche Präsenz. Ja, dieses ist da, die feindliche Präsenz ist... Bewegung entdeckt. Seltsam. Aber, ah, ach, guck mal hier. Da ist es versteckt. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Ja, hier ist etwas versteckt, genau. Ach, zwei Meter weiter. Zwei Meter weiter. Yep. Aber soll's. Gut, dann hoppen wir schnell hier runter. Hallo. Offenbar ist der Versuch, sich zu teilen, fehlgeschlagen. Du weißt, wie man ein Mädchen. Ich würde nicht sagen, aber die können ja gar nichts. Ganz trocken. Also, die sind echt schwach. Wenn die hier so weitermachen, dann glaube ich, habe ich kein Problem mit den Zünds hier, weil die rauchen an der Pfeife irgendwo. An einem Ort wie diesen könnten wir lange durchhalten. Meinst du? So. War das alles? Ist hier sonst wirklich nichts mehr? Wird schon klappen, und wie war das, ne? Mhm. Wir kommen nicht wirklich durch. Okay, jetzt habe ich langsam Faxen, Dicke. Oh, das Licht kriege ich bestimmt nicht kaputt. Das sieht so eins dieser fest installierten Lichter aus, die man allesamt natürlich niemals schädigen kann. Ich kann aber natürlich mal testen. Nee, das ist einer dieser. Ja, unzerstörbar. Ist da jemand anwesend? Ja. Jetzt weiß ich auch, dass jemand da ist. Nur, dass er mich nicht sehen kann. Komme ich irgendwie hoch? Kann ich das noch irgendwie plündern? Überaktive Sensoren, mehr nicht. Mit den Worten, da ist nichts. Mensch. Sind sie wirklich sehr, sehr menschenähnlich, wenn ich schon sage, da ist nichts. Das ist nur eine Illusion. Mal gucken, ob hier ich vielleicht was übersehen habe. Nein. Ist okay. Das Licht irritiert nur ein bisschen. Noch ein aktives Terminal. Wir hatten nicht die Zeit, die Verteidigungsanlage zurück, was hilfreich sein könnte. Schalte sie ein. Als kleine Überraschung für unsere Freunde. Ja, ist eine gute Idee. Schaut mal das Terminal mal an. So, mal damit läuft. Turmsteuerung und dann an oder das Ding. Aktivieren. Wahrscheinlich werde ich das von den Dingen auch danach beschossen, oder?
Da werde ich gleich rausfinden, würde ich mal sagen. Auf Befehl des Instituts müssen Sie vernichtet werden. Das ich Ding hat nicht viel gehalten. Jetzt überhaupt. Jetzt nicht mehr. Das wird natürlich eine große Preisfrage, wie ab welcher Stelle so ein Zünd am Leben ist und wann nicht. Ich meine, man kann ja außen einschalten oder so ähnlich. Oder auch 1000 Bock zerschießen und wir jetzt vielleicht zusammenbauen. Licht anmachen vielleicht mal. Gut. Genau, ihr kriegt nicht mit, dass eure Kollegen jetzt zerpflückt werden. 1000 Brocken. Das ist gut. Wait, was war das? Kann ich das mitnehmen? Nein, das ist nur Crap. Gut. Gut, gut. Auf jeden Fall kommen wir gut voran. Das ist schon mal nicht schlecht. Und nichts und niemand ist vor mir, wie es aussieht. Ha, da ist ein Terminal. Aber ich habe da eben eine Stimme gehört. Die kann doch nicht so weit weg gewesen sein, oder? Ich sehe aber auch niemanden. Was ist das hier? Meister? Ne, Einsteiger-Terminal. Das kriege ich selber auf. Hoffe ich. So in 5 Jahren. Mal gucken, wann ich es schaffe. Natürlich habe ich jetzt eine Schießerei im Hintergrund am Laufen, wenn ich hier rumhacken bin. Aber ich habe es wenigstens geschafft. Wenigstens habe ich es geschafft, es aufzukriegen. Im ganzen Versuchen, die ich jetzt nicht geschafft habe. Und die sagten immer so, ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Irgendwann haben sie sich gedacht, oh, da ist jemand. Du feiges Stück Scheiße! Ja. Systeme offline. Fahre herunter. Ich muss ehrlich gestehen, oh, ich wollte gerade sagen, die sind nicht so toll, aber da kommt schon direkt der nächste und knapp mich womöglich mal einen Haufen, oder? War schön mit dir den Boden aufzuwischen. Läuft. Bye bye, ihr Lieben. Auch wenn es dich vielleicht überrascht, es gibt nicht unter allen Slocum Joes eine gewaltige Tunnelanlage. Wir betreten ein Forschungslabor der Defense Intelligence Agency. Einen Ort, den es offiziell nie gegeben hat. Man nennt ihn das Switchboard. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Okay. Was soll man das ist für ein Prototyp? Werden wir bestimmt rausfinden gleich, wenn es weitergeht. Und hier haben sie es aber auch nicht wirklich hingekriegt, was noch zu halten am Ende des Tages. Wo sind die beiden Bobs die ganze Zeit am besten halten sind? Irgendwo da oben, in der 2. Etage scheinbar. Und ich nehme jetzt erstmal alles hier überall den Freds hier weg, die hier rumliegen. Was zum Teufel ist diese Defense Intelligence Agency? Deacon? Antwortest du vielleicht, was sie gefragt hat? Nein? Das ist ja wieder doof. Genau, was ist diese Geschichte da? Ich nehme an, im Falle eines... Oh, jetzt habe ich die Pistole doch mitgenommen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wo war das? Ach, da oben. Da oben habe ich eine mit einem Haufen geschossen. Stimmt. Ne, sogar zwei. Einen auf der Treppe und einen hier nebenan irgendwo, oder? Ja. Läuft. Ein verbranntes Buch mitnehmen. Und auch dir. Roboter-Kollege, der ich den Kopf weggeknallt habe. Was soll das hier noch nicht in den Kopf packen? Das ist dumm. So, was haben wir hier vorne noch? Ausgezeichnet. Wir können besser schleichen. Das ist natürlich wirklich gut. Das ist ausgezeichnet. Das ist wirklich ausgezeichnet. Da haben wir noch ein Zentralterminal, was wir hacken müssen. Macht das Sinn vielleicht? Oh, hier vorne noch jemand Schönes? Nein, das ist einfach nur verbrannte Magazine. Könnt ihr mal takt sein, die verbrannten Magazine? Nochmal ein Experten-Ding. Ich glaube, die kriege ich alle gehackt. Aber ich will mich erstmal, bevor ich jetzt hier oben weitermache, ich habe nicht den Eindruck, hier oben geht es gleich weiter, ganz kurz hier unten umsehen, ob ich nicht irgendwas Wichtiges vergessen habe. Irgendwelchen Schreibtischen, irgendwelchen Ventilatoren, das normale Terminal. Das Slocum Joe. Wöchentliches Update. Was? Tarnungseinsatzbereit. Okay, aber nein. Hinduku spricht. Das ist doch alles uralter Spaß, das hier. Ja, das muss alles uralter Spaß sein hier. Das ist alles von vor dem Krieg noch, das hier. Und der Halloween-Party. Ich glaube nicht, dass nach dem Krieg noch eine Halloween-Party gefeiert hat. Würde ich jetzt mal so sagen. So, da habe ich auch was erspäht in der Dunkelheit. Nein, ich dachte, wäre so irgendwie so eine Lootkiste hier irgendwo. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Haben wir hier vorne noch irgendwas? Aha. Wobei, ich dachte, ich hätte Licht schon. Ich hätte das Licht gar nicht an. Aber doch. Muni, gut. Hat es schon gelohnt, hier reinzukommen. Nix, nix. Broken Lamp, nehme ich mit. Kissen aus Stroh. Muss nicht sein, finde ich. Muss nicht sein. Okay, das war's schon mal hier. Es sei denn, ich will jetzt irgendwie noch Essen kochen gehen. Das muss nicht sein. Kurz von hinten einen Blick reinschmeißen, dann haben wir es wenigstens hier durch.
Ich stelle mir gerade vor, hier zu pennen unter so einer Matratze, direkt nur so einem Generator. Ich glaube, da liegt mir echt schlecht. Echt eine dumme Idee, sich hier reinzulegen, also ehrlich gesagt. Oh, hier hat einer einen Teddy liegen lassen. Wir retten den Teddy hier vor der Einsamkeit des Raums. Und gehen weiter. Ja, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ja, das war die Pistole noch und dann läuft. Okay, jetzt haben wir also zwei verschiedene Teile, die wir hacken können. Ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an, weil es am Tisch ist. Das ist der einzige Grund. Oh Gott, das wird ja ein halbes Jahr dauern. Ich habe einfach Glück. Aber ich habe niemals Glück. Cool. Boah, die längste Hackaktion aller Zeiten war das gerade. DEFCON-Status 2077, also alles vom Krieg auch hier gewesen. Unterwasserobjekte vor der Küste von Kalifornien, bitte Befehle erteilen, yadi. Im Endeffekt war das kurz bevor die Raketen bestimmt überall abgefeuert worden sind. Und DEFCON, schief. Oh. Tja, die Datenbank beschädigt ist. Wenn das Ding einen Drink einschenkt, bin ich schwer beeindruckt. Okay. Eieieiei, ist ja alles voller Fallen. Bestimmt ist dafür auch dieses großartige Terminal da. Auf der anderen Seite, das ist vielleicht, das ist gut. Nein, das ist wirklich gut. Ich kann die Dinger entschärfen. Und kann dadurch Ressourcen kriegen und Erfahrung. Das Beste ist halt geschnitten Brot. Besser nicht hacken, das Teil. Gut. Oder, ich guck mal einfach. Ich meine, beziehungsweise ich guck mal kurz mal um die Ecke. Hallo, da bist du. Okay, vielleicht guck ich doch nicht um die Ecke. Irgendwas spielt ein Gegner. Wie interessant. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Also ich darf nicht wirklich vor denen stehen. Endlich geht's mal zur Sache. Ich reiß dir den Arsch auf. Läuft. Hier sind auf jeden Fall noch mehr von denen. Verteilt. Ich dachte, das wäre die Tür. Nein, natürlich nicht. Telefon und Ventilator, ganz wichtig. Sonst habe ich aber nichts. Tarnfähigkeit, faszinierend. Was? Okay, jemand weiß, dass wir hier sind. Zeig ihm gleich mal. Eine scheiß Idee ist, mir entgegenzukommen. Schön nachladen immer. Sicherheitshalber immer denken, dass das Schlimmste kommen könnte noch. Warte, das ist eine Puppe am Boden. Oh Gott! Kate, was machst du da vorne? Boah, die dubieren sich, ja, kann das sein? Tja, das war ein Fehler. Niemand ignoriert Kate. Schallgedämpfte modifizierte Pistole. Hey, damit. Ich meine, das ist eine Pistole, ja, ich weiß. Wo meine ich nicht nehmen, aber. Ich nehme es jetzt einfach mal. Dieser Abspielknopf. Darrington, Stanley, Salus Egroti, Suprema Lex. Sesam, öffne dich. Oh. Du hast es schon aufgemacht. Junge, du bist fix. Ich wollte erst mich hier umgucken in dem Raum. Alles plündern, was ich vor mir sehe. Und zwar alles. Weil deswegen sind wir hier. Im Zweifelsfall. Nein, nein, das ist ein Rüstungs. Also. Dieser Ort hier ist noch nicht. Erlöser! Plus 33% im Watt-Modus und minus Wattkosten. Aber es ist eine Pistole. Lange verlassen. Gott sei Dank hat jemand rechtzeitig die Sicherheitstüren geschlossen. Carringtons Prototyp ist da drin. Okay. Der hat auch sehr lange überlebt hier, scheinbar. Lederrüstung. Nee, danke. Leder. Ach, wo ist denn nur dieser Abspielknopf? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Stanley, Salus Egroti, Suprema. Geh du mal gleich die Tür zu. Sesam, öffne dich. Aber die Tür ist doch schon offen, Kollege. Das Ding haben wir gesucht? In Carrington Prototyp. Ja. Okay. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Ja. Lass mich kurz... Miniatomum, wunderbar. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Ist irgendwas hier noch... Die Kabel wirken so, als ob hier irgendwas noch passieren soll im Raum. So ein bisschen, so leicht. Vielleicht aber auch gar nicht. Vielleicht ist es wirklich nur die Stromversorgung für die andere Seite. Also, dass die Tür aufgeht vielleicht. Aber ich kann ja auch nichts klicken hier. Also, würde ich mal sagen, es ist... Warte mal. Irgendwo da hinten müssen wir hin. Okay, müssen wir doch hier wieder rausmarschieren. Okay, hier haben wir alles gesehen, alles
gemacht und getan und klauen noch ein bisschen Kleber und Öl und so ein Kram und dann... Das sah jetzt gut aus, das würde ich mal ganz trocken sagen. Und ich sollte vielleicht mit Drogen reinschmeißen und... Warte mal, hatte ich nicht mal Level gekriegt? Oh, ich hatte Level gekriegt. Ich wollte gerade sagen, Moment mal, hatte ich nicht irgendwann mal Level gekriegt? Ja, hast du. Oh, das stimmt. Set 9. Noch besser schleichen. Und laufen tut sich nicht mehr negativ auf. Ich laufe aber eh nicht, wenn ich schleiche. Also aus der Hinsicht. Ich will nicht Waffenfreak höher haben. Kann ich immer noch nicht. Shit. Bämsche bauen. Wobei, wisst ihr was? Im Zweifelsfall schleichen. Schleichen hört sich gut an. Schleichen. Im Zweifelsfall schleichen. Im Zweifelsfall immer schleichen nehmen. Im Zweifelsfall. Da hätten jetzt. Oh, erstmal wieder. Ja. Auspacken. Licht aus. Und vorsichtig vorwärts marschieren. Und dann sehen, dass hier überhaupt nichts ist. Oh, wait, da ist ein Raum. Da ist doch irgendwas drin. Da ist bestimmt irgendwas drin, was interessant ist. Ich fass nichts an. Ich weiß nicht mal, was das Zeug macht. Ich verlang nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Ja, das kennen wir von dir. Hey, das sieht aus. Wie soll man es brauchen? Ach, jetzt wieder 1000 Jahre lang hacken. Nein, jetzt habe ich kein Glück. Shit. Das wär's. Endlich. So, Sicherheitssteuerung. Tür und Döns. Tür öffnen, bitte. Komm schon, du verschwendest hier nur deine Zeit. Hast recht. Eigentlich verschwendet man hier unsere Zeit, wenn wir so weitermachen. Ist hier irgendwas Wichtiges drin? Hoffentlich mal. Oh. Da ist ein bisschen was drin. Ganz im Ernst, das war jetzt eine Zeitverschwendung. Alles in allem gesehen, solange wie ich drum rumgehackt habe, wieder mal. Nee, nicht wirklich. Das war. Nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Oh boy, hier vielleicht noch was Besseres. Eine improvisierte Pistole. Kronkortenvorrat und Coca-Cola. Das ist jetzt... Nö, das war jetzt Quatsch, für ihn zu gehen. Aber ist egal, jetzt haben wir es wenigstens geguckt. Hier wäre irgendwo der Exit. Da steht der Riesen-Exit. Aber ganz kurz, bevor ich jetzt hier weiter marschiere, war das wirklich der einzige Weg? War das wirklich alles? Oder war hier noch irgendwas... War hier noch was anderes? Habe ich vielleicht was übersehen? Nein, sind noch Klos. Da kam ich her. Ja, da kam ich her. Das heißt, man hier hinten ganz kurz mal noch gucken gehen. Nudelholz. Aha, noch was zu looten. Hey. Alter, erschreckt mich jetzt so. So, ey, what? Auf diesen Klos ist nichts zu finden. Oh. Ah, ein Stimpack. Will ich das sofort benutzen? Nope. Nichts zu sehen. Gut, nächster Raum. Nächstes Klo. Nope. Ah, Heilung? Ja, nochmal ein Stimpack und Redaway. Gut. Hier hat einer liegen lassen, eine Zeitung. Und hier, oh, wait. Ein paar Drogen und... komm ich nicht rein. Okay, dann lassen wir das hier also stehen. Gut, und die Tür sagt uns, verbessert. Verbesserte Tür, die verschlossen ist. Ja. Ah. Kann ich die Biene mitnehmen? Nein. Gut. Ich nehme einen Hammer mit. Hey. Ich sagte mal hey zu mir, als ob das irgendwie wichtig wäre. Oh, hier. Nee, Silberblatt. Nee, das ist alles Crap hier. Okay, wir sind fertig. Wir sind absolut fertig hier mit der Welt. Wir können gehen. Wir gehen dahin, wo das riesen Ausgangsschild war. Ist ja nicht so, dass hier viel Strecke zurückgeht. Oh, hey, klar. Ich wollte gerade sagen, was nicht viel Strecke zurückzulegen war. Und schon liegen überall Kryominen am Boden. Die nehme ich doch mit. Alter, scheiß Schwede, das gibt es überhaupt nicht. Da passiert mir schon nichts. Da muss er unbedingt da reinlaufen, damit die Dinge hochgehen. War ja klar. Das war so klar, oder? Naja, ich hätte es schlimmer kommen können. Wirklich sehr viel schlimmer. Ist da jemand anwesend? Nee. Greife an. Fünf! Schalt sie aus! Eigentlich wollte ich es genau zielen gerade, aber... Ach. Eure Extremität beschädigt. Andere würden es auch einen Arm nennen. Jetzt wird's schmutzig. Beide Arme abgeschossen, wirklich. Ich hätte fast sagen müssen, ey, stopp, keiner greift ihn mehr an. Wir wollen gucken, was der Synth macht, wenn er gar keinen Arm mehr hat. Vielleicht fängt er an, uns zu bespucken, was er nicht kann, oder zu uns zu treten. Beides wäre irgendwie unterhaltsam gewesen. Kronkork und Crab irgendeiner Form. Da können wir aus den Hecken noch gehen, wenn wir rauskommen. Und... Moment, geh mal gerade weg.
Weil hier ist eine Tür. Die Tür, und die möchte ich gerne benutzen. Also die Tür. Sinnvoll aufmachen. Okay, was haben wir jetzt hier? Ist hier irgendwas Wichtiges drin? Fusionskern hat sich schon rentiert, das aufzumachen. Fusionskerne kommen jetzt doch nicht so viele dran vorbei. Und das war das dann hier vorne, glaube ich, langsam gewesen, oder? War hier noch irgendwas? Hm? Hm? Nö. Okay. Müssen wir noch das Ding hier hacken? Oder sind wir auf Endstation. Wirf einfach den Aufzug an. Ja, Moment, mach das doch schon. Ich mach da doch schon. Bin da schon dabei. Aufzugenergie. Oder Turmsteuer? Haben wir eine Turmsteuer irgendwie am Start? Lass mal ruhig mal. Lass mal so, wie sie ist. Und Aufzug mit Energieversorgung, ja. Hopp, okay. Jetzt, läuft. Gut. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dieser Aufzug einfach nach unten nachgibt und wir einfach runterfallen. Was doof wäre. Ich kann nicht so weit hoch gucken, aber nehmen wir es mal einfach hin und sagen, go. Nach oben. Mal gucken, wo so ein Steaken irgendwann einholt. Das ist eine Wand. Das ist ja echt toll. Moment mal. Wow. Aha. Aha. Jetzt sind wir wahrscheinlich... Ja, das sind immer... Ja gut, ich weiß nicht, ob er so große Donuts macht, aber ich glaube, jetzt haben wir einen komischen Donutshop aufgeschlagen. Ausgezeichnet. So wissen wir wenigstens, ob wir hier richtig sind. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Ach was, du trinkst doch gar nicht mehr. Deegan ist verschollen. Haben wir irgendwie unten liegen lassen, den Kerl. Aber was soll's. Wird schon Weg raus... Oder er teleportiert sich hinterher. Das kann natürlich auch passieren. Und hier hängt einer über einen... Über einen Koffer, wo scheinbar nur Crap drin ist. Na gut, lass mal. Wunderbar. Schmalzlockenperücke, wirklich? Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir die mal mit. Nur für Spaß. Das lief doch alle sehr gut, würde ich mal sagen. Jetzt trifft Deegan. Deegan? Ah, endlich. Du hast deine Kampfmahnung abgelegt. Ausgezeichnet. So, Deegan, was ist jetzt hier los? Wir haben, was wir wollten. Teilen wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. Ich meine, wir haben jetzt nicht viel getan, dann, War es all das wert? Ich weiß nur, dass Des den Einsatz genehmigt hat. Hoffentlich haben wir das alles nicht nur für eine neue Kaffeemaschine gemacht. Wir sehen uns. Stimmt, es ist nur ein Toaster. Lass mir mal kurz vorgehen, nicht, dass irgendwas Schlimmes oben gleich passiert. Ja gut, die halbe Tür. Bewegung entdeckt. Shit. Seltsam. Seltsam. Okay. Ich wusste, dass ich feindliche Präsenz. Ach shit. Ich reiß dir deine Gottverdammt. Was zum Teufel war das? Dauerfeuer, würde ich sagen. Holy shit. Jetzt wird's persönlich. Angriff der Maschinen. Ah! Deegan, bleib locker. Oh shit. Moment, ich komme. Blut auf meinen Stiefeln. Ja, vor allem ist es deins. Haben wir es geschafft? Ich glaube ja, wir haben es eben geschafft. Deegan war ja heroisch, hat da ganze Schüsse gefangen. Ja, so kann es aussehen. Zahltag. Okay, nächstes Mal, wenn ich irgendwo ein Terminal sehe, wo dran steht was von Türmen, dann mache ich das aus. Ich habe gerade den Eindruck, das ist eine gute Idee. So eine hilfreiche Überlebensidee. Weil das geht ja gar nicht, das hier. Ganz kurz hier oben noch gucken. Ne, ist alles so crap hier oben. Ausgezeichnet. Okay. Erfolgreich. Den Donut-Shop überlebt. Einsatz Donut ist dann. Und er schlendert locker flockig dahin. Kate? Lass uns verschwinden, Kate.